Christoph Strasser ist sechsfacher Gewinner des Race Across America, das härteste und längste Radrennen der Welt. Mehr als 4.800 Kilometer ist er quer durch die USA gefahren, innerhalb von nur 8 Tagen. Und trotzdem, beim King of the Lake am Attersee geht der Extremsportler an seine Grenzen. Da ist, glaube ich, einfach die langfristige Vorbereitung über viele Jahre wichtig, dass man da kontinuierlich dranbleibt. Da ist wirklich eine Stunde Höchstleistung auf Punkt genau, und wenn es beim Race Across America nicht so gut läuft, dann kann man sich wieder aus dem Tief rauskämpfen. Da muss heute alles in der ersten Minute quasi schon passen. Gepasst hat auch für sie alles, Gabriela Erharter. Die Tirolerin sichert sich den Titel Queen of the Lake und liefert einen neuen Streckenrekord von 1 Stunde, 4 Minuten und 55 Sekunden. Die Herausforderung ist nicht zu fest zu starten, dass man am Schluss da bei den Hügeln vor allem noch ein paar Körner übrig hat. Zeitfahren gilt im Radsport als eine der härtesten Disziplinen überhaupt. Beim King of the Lake gehen Profis an ihre Grenzen, aber auch schon beim Training davor. Da fängt man mit Intervallen an, wo ich mal 2-3 Minuten so schnell wie möglich fahre, und das halt 4-mal. Und dann wären es halt irgendwann einmal 6-mal und nicht mehr 3 Minuten oder 4 Minuten, sondern 8 Minuten. Ja, einfach viele Ausfahrten. Immer wenn es die Zeit erlaubt, am Rad sitzen. Vom Training her bin ich schon gut, ich sage jetzt einmal so 8.500 Kilometer gefahren im heurigen Jahr. Und ja, jetzt am Schluss halt einige Intervalle im Sommer, recht für Bergtraining. Unterstützt wird das Rennen von Raiffeisen Oberösterreich, wo Mitarbeiter heuer auch selbst am Start waren. Insgesamt knapp 1.400 Teilnehmer fahren mehr als 47 Kilometer rund um den Attersee. Es ist ein Höchstleistungssport und wir sind auch jeden Tag dazu angehalten, dass wir Höchstleistungen bringen, und wir bringen das einfach mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft war auch der King an der Strecke. Mit einer Zeit von 57 Minuten und 48 Sekunden radelt Tobias Häkel ins Ziel. Heuer zum ersten Mal der U23-Bewerb. Den gewinnt Maximilian Cabas. Der Elite King of Lake, also der Profisportler, ist in unter 55 Minuten im Ziel und heißt heuer Julian Braun.